Finanziell sorgen wir Schweizer gern und pflichtbewusst vor. Wer neben der obligatorischen Vorsorge Geld anlegen will, hat zum Beispiel eine dritte Säule oder lässt sich von einem Vermögensverwalter beraten. Der Lukas Patt ist so einer. Er hat über 20 Jahre Erfahrung und ist die letzten Jahre mehrfach ausgezeichnet worden. Und er weiß, von was er redet. Was sein eigenes Vermögen angeht, hat er nämlich einige Berg- und Talfahrten hinter sich. Zürich. Lukas Patt unterwegs in sein Büro der Vermögensverwaltung Premium Strategy Partners. Es ist wichtig, dass man alles versucht, die Vorsorge zu gestalten. Das Erste ist eigentlich immer die erste, zweite und dritte Säule. Die hat jeder die Möglichkeit, etwas zu machen. Die sind ohne Risiko und darum einfach auch wichtig. Es gibt natürlich immer Leute, die noch mehr machen und versuchen, noch mehr zu optimieren. Aber es kommt auch darauf an, wie man zu Anlagen wie Aktien steht, das ist sicher wichtig. Wenn man natürlich kein Risiko eingehen will, ist man eher auf den festverzinslichen, auf den Obligationen, die wirklich jedes Jahr etwas geben, oder auch auf einer Immobilie. 2013 bis 2015 wurde Lukas Patt von der Zeitschrift Bilanz dreimal zu einem der besten Vermögensverwalter ausgezeichnet. Dort durfte ich einfach unter den führenden Vermögensverwaltern mit der Performance sein. Also die höchste Rendite beim kleinst eingegangenen Risiko, das war im 2015. Mit so viel Wissen über Vermögensverwaltung würde man nie drauf kommen, dass Lukas Patt selbst einige Jahre lang hoch verschuldet war. Doch alles der Reihe nach. Lukas Patt ist in Thusis aufgewachsen. Seine berufliche Karriere startete er mit einer Kochlehre 1980 hier im 5-Sterne-Hotel La Réserve Eden au Lac Zürich. Da bin ich als 15-Jähriger eigentlich hier auf Zürich gekommen, als Landei kann man sagen, und habe hier angefangen. Das war natürlich irgendwie faszinierend, das hat mich schon ein bisschen angezogen. Da sind natürlich Leute eingegangen wie Prinzessin Carolina oder ein Räder, der Niarchos. Und das hat eigentlich schon Eindruck gemacht. Ja. In dieser Zeit hier in der Lehre ist dann auch eine neue Sicht entstanden. Die Fantasie, dass man vielleicht auch etwas anderes machen könnte, als nur Wirtesohn bleiben und nachher das Restaurant übernehmen. Nach der Kochlehre absolviert Lukas Patt die Hotelfachschule Belvoir Park Zürich und hängt später ein Betriebswirtschaftsstudium in Amerika an. Dort lernt er seine Frau Dolly kennen. 1993 heiraten die beiden und ziehen in die Schweiz. In Katzis übernimmt er eine kleine Bank. Es ist dann aber relativ schnell weitergegangen. Ich konnte dann interimsmäßig das Private Banking übernehmen, zwei Jahre später. Und dann ist es eigentlich steil aufwärts gegangen in der Kantonalbank. Lukas und Dolly sind seit 30 Jahren verheiratet und wohnen heute im Appenzellerland. Gerne gehen sie mit der Alpsiegelbahn in die Höhe. Sie erinnern sich an die ersten Jahre nach der Hochzeit. Wir mussten nicht gross schauen. Genau. Wir haben gerade direkt viel Geld verdient. Wir konnten aufsteigen in der Kantonalbank. Schön gewohnt. Wir haben immer gerne gereist. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Mit 34 macht er sich selbstständig als Vermögensverwalter. Lukas, der immer mal mit Freunden um Geld gespielt hat, fängt in dieser Zeit an, risikoreiche Aktien zu kaufen. Ich weiß, es hat ganz klein angefangen mit 10'000 und boom, boom, ist das 100'000 gewesen. Und dann eine Option auf diverse Tech-Aktien damals. Bis ins 2000 ist es ungebremst nach oben gegangen. Ich konnte machen, was ich wollte, ist immer gut gegangen. Aber man hat dann angefangen, die Risiken auszublenden. Man hat das Gefühl, es kann nichts passieren. In 2000 habe ich mal noch einen Porsche Cabriolet bestellt. Weil ich so viel Geld auf dem Konto hatte, einen roten Cabriolet für meine Frau. Da habe ich gedacht, den bestelle ich mal. Und dann ist es dann anders gekommen. Im Jahr 2000 kommt es zum weltweiten Börsencrash. Nach dem mühelosen Aufstieg wird der weitere Weg für Patz schwierig. Sie verlieren ihr Vermögen. Der erste Rutsch ist gegangen, am 6. Januar 2000. Dann ist gerade mal die Hälfte weg.
Man hat dann immer noch die Hoffnung, dass es wieder kommt, aber es ist dann ein Crash in Rat. Also es geht dann zack, nochmal runter, nochmal runter. Die Verluste sind relativ schnell gekommen. Der Lebensstandard, den wir hatten, den haben wir nicht schnell wechseln. Der ist geblieben, die Kosten sind da. Der Schuldenberg ist dort innerhalb von einem Jahr wirklich dann angewachsen. Über sechsstellig. Oder? Ja, es ist einfach eine Situation, die erdrückend ist. Also die Last war brutal. In den erfolgreichen Jahren hat Lukas nicht bemerkt, wie sich seine Freude am Wetten und risikoreichen Anlegen immer mehr zu einer Spielsucht entwickelt. Er kann nicht damit aufhören, obwohl der Börsenkurs weiter abwärts geht. Der Kick hat man natürlich dann immer weiter gesucht. Und nachher ist im 2000 das geendet. Und das Spielen ist eigentlich geblieben. 2001 zieht die mittlerweile vierköpfige Familie in die USA zu der Mutter von Dolly. Ich wollte immer zurück zu meiner Familie. Die Zeit war auch genau richtig. Die Buben waren alt genug. Für mich schön, oder? Für dich ein Fluchtweg. Ja, genau. Für mich war es eine Flucht. Es ist gerade gäbig gekommen, dass wir gehen können. Ja. Lukas findet einen Job und die Jahre in der USA werden gute Jahre. Die Familie zieht in ein Haus, zwei Töchter werden geboren und sie gehen jeden Sonntag in die Kirche. Ich bin katholisch aufgewachsen. Also, du musst in die Kirche. Da habe ich Wellen in die Kirche. Es war ein Platz der Ruhe für mich. Von außen betrachtet hat damals alles gut ausgesehen. Innerlich hatte sich bei Lukas aber nichts verändert. Er zockt weiterhin. Mittlerweile mehr Sportwetten, Online-Poker oder auch im Casino. Das ist auch in der Zeit, wo ich die Spielsucht hatte, dass ich wirklich kein American Football Spiel mehr anschauen konnte, ohne nicht, dass ich etwas darauf gewettet habe. 2004 kommt es zum Tiefpunkt. Lukas verliert seine Arbeitsstelle. Anstatt es zu Hause seiner Frau zu erzählen, geht er ins Casino. Ich habe, glaube ich, das letzte Geld vom Konto noch verspielt und verzockt. Und bin dann am Abend mal heimgekommen. Meine Frau hat schon geschlafen. Und dann habe ich einfach gewusst, jetzt werde ich irgendwann auflaufen. Und dann habe ich mich hergeknüllt und gesagt: Hey, Jesus, du musst es jetzt richten. Ich kann es nicht mehr richten. Mein Ego hat mich in diese Situation hineingebracht. Das war wirklich der Tiefpunkt, weil ich keine Lösung selber mehr gefunden habe. Dort musste ich einfach sagen, jetzt musst du das Zepter in die Hand nehmen, damit ich überhaupt rauskomme. Lukas erinnert sich an sein nächtliches Gebet damals. Ich bin wirklich verzweifelt. Kalter Schweiß auf der Stirn, richtige Stresssituation. Und Tag war der Weg. Die Last ist abgefallen. Ich wusste, der Schuldenberg ist immer noch da. Die Probleme sind immer noch da. Aber man konnte es wirklich angehen mit Jesus. Und habe wirklich dann auch mit der Frau gemeinsam gebetet. Wo der nächste Job ist, dort werden wir dann hergehen. Kurz darauf vermittelt Lukas Vater einen Job auf der Lenzer Heide. Das war Anfang Dezember 2004. 10 Tage später zieht die sechsköpfige Familie Patt mit 12 Koffern zurück in die Schweiz. Ich habe einfach gedacht, meine Kinder gehen zurück. Das ist ein kleinerer Ort. Du kannst besser auf die Kinder aufpassen. Ja, ich bin mit Freude auch zurückgekommen. Mhm. Für dich war es etwas anders. Für mich war der Druck natürlich gross. Das war in einer Niederlage gleich. In all dem Schwierigen hat Familie Patt aber auch viel Unterstützung erlebt. Wir haben Leute nicht einmal kennt, die haben uns Tisch gegeben und Stühle. Ich meine, wir waren 6. Du kannst nicht einen kleinen Tisch haben bei uns. Wir haben einen riesigen Tisch bekommen. Oder ich habe das günstiges Auto gekriegt. Der Panda. Das ist Geschenk. In dem Panda kann ich auf die Lenzer Heide arbeiten. In der Schweiz kniet sich Lukas in die Arbeit. Er übernimmt einen Posten als Immobilienmakler. Ich bin am Morgen früh mit dem Fiat Panda auf die Lenzer Heide gefahren und habe dort das Büro gehört und geschaut, dass sie Immobilienlistings kriegen. Und es ist eigentlich um das Überleben gegangen. Dort haben wir wieder von Null anfangen. Wir haben immer wieder gewusst, irgendwann kommen die Gläubiger und wir müssen etwas zahlen. Einfach das Stemmen, das ist einfach ohne eine Zuwendung zu irgendjemandem, ist das einfach nicht möglich. Und das ist eigentlich
dann wirklich der Zuwendungspunkt, den ich hatte in Jesus. Ich habe gewusst, ich muss das nicht selber. Das war echt die Kraft. 2006 bekommt Lukas wieder eine Stelle als Vermögensverwalter. Die Familie Patt zieht in dieses Haus im Appenzellerland und ist seither nicht mehr umgezogen. 10 Jahre später sind sie schuldenfrei. Ich habe sicher sehr gut verdient. Und dann ist auch etwas vorgeblieben, oder so, wo man in die Löcher stopfen konnte. Aber den Schuldenberg abbauen, das war eigentlich ein Geschenk, weil ich nie gewusst, wie ich das wirklich schaffe. Die Gläubiger, die haben so bis zu 15 Jahre gewartet, damit sie zu ihrem Geld gekommen sind. Zinslos und so. Da muss ich auch sagen, ich hatte auch Leute, die mir gesagt haben, du musst mir das nicht zurückzahlen. Ja, das kann man nicht beschreiben. Man muss dort durch das Tal. Und erst dann wird man sehen, wie Gott hier wirken kann. Nicht nur das Zurückzahlen braucht seine Zeit. Auch von der Spielsucht frei zu werden hat gedauert. Man sagt ja, jemand, der süchtig ist, ist wahrscheinlich immer süchtig oder ist anfällig auf einen Rückfall. Aber bei mir ist es jetzt so, dass ich das ablegen konnte. Nicht sofort, sicher mit der Hilfe von Leuten, die mir auch wirklich empfohlen haben, nicht mehr mit diesen Spielern unterwegs zu sein, geholfen, mich zu lösen. Und dann ist das wirklich auch verschwunden. 3-mal in Folge wird Lukas Patt von der Zeitschrift Bilanz als einer der führenden Vermögensverwalter ausgezeichnet. Als Vermögensverwalter ist es natürlich wichtig, dass man irgendwann einmal auch eine gute Presse hat. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das je passiert. Und das war eigentlich wie ein Geschenk, dass man da eine Auszeichnung entgegennehmen konnte. Und das hat eigentlich schon wahnsinnig auch geholfen, solche Sachen, wie passiert sind, zu vergessen. Seit 2016 ist er einer der Partner der Vermögensverwaltung Premium Strategy Partners in Zürich. Heute wohnen Patz seit 17 Jahren im Appenzellerland. Die 4 Kinder sind alle erwachsen und ein Sohn studiert in den USA. Wenn immer möglich, genießt die Familie ein gemeinsames Essen. Die finanzielle Vorsorge finde ich wichtig. Man sollte wirklich alles tun, was man kann. Auf der anderen Seite horten, das bringt nichts. Früher war es wichtig, ein dickes Auto zu haben, Statussymbol, Haus. Heute ist das vielleicht nicht mehr so wichtig, sondern es sind auch Beziehungen, Familien, die einem ja eigentlich auch in der Vorsorge unterstützen, was wir eigentlich auch brauchen zum Leben.